heute bei der Baumschule Brillinger. Und da ist der Frühling schon eingekehrt. Und an der Natur merkt man eigentlich, dass alles noch heil ist, dass alles noch ganz ist, dass sich die Welt weiterdreht. Gerade in unruhigen Zeiten ist es ja so, wenn wir bombardiert werden von negativen Eindrücken, höre ich ganz oft die Frage, was kann ich denn tun, um einmal runterzukommen? Wie kann ich denn mein Vertrauen, meine Hoffnung wieder regenerieren in diese Welt? Wenn man das Gefühl hat, alles geht schief nach Pandemien, jetzt Krieg, wie komme ich denn da runter? Und da kann ich als einfachsten und günstigsten Tipp immer wieder nur empfehlen, rausgehen in die Natur und sich erden. Was zeigt uns denn die Natur gerade jetzt im Frühling? Es wächst wieder alles. Es blüht alles auf. Die Natur ersprießt neu. Es kommt eine neue Kraft rein. Ein neuer Lebenszyklus beginnt. Es erwacht alles aus dem Winterschlaf. Und das ist eigentlich für mich so das Zeichen, dass es weitergeht. Im Wachstum der Natur, in diesem Rhythmus der Natur, das ist etwas, das ganz tief mit uns harmoniert und wo wir auch selber merken, dass es weitergeht. Ja, und sogar eine Katze, ich weiß nicht, ob man die miauen hört, die begrüßt mich da jetzt. Und das bedeutet, dass die Welt im Innersten in Ordnung ist, im Innersten gut ist. Ganz egal, was dir Nachrichtensendungen vielleicht vermitteln wollen. Die Welt ist noch gut und funktioniert auch noch. Und deshalb ist auch mein Tipp, wenn du dich erden möchtest, wenn der Kopf zu voll ist von diesen ganzen Horrormeldungen, dann bedeutet das einfach nur, erde dich, und wo kannst du das besser als in der Natur? Ich bin heute hier, wie gesagt, bei dieser Baumschule, aber wo ist es sonst noch besser als in der Natur, dich erden zu können? Die frischen Triebe, alles sprießt auf, die neue Energie, der neue Mut, mit dem auch die Natur sich wieder erneuert. Und in diesem Rhythmus solltest du wieder öfter eintauchen. Du findest in dein Zentrum, du findest in deine Kraft und du findest in deinem Vertrauen, dass die Welt einfach noch weiter funktioniert. In diesem Zyklus der Natur, nach dem Winter kommt jetzt der Neubeginn, der Frühling, da lernen wir eigentlich, was es bedeutet, verbunden zu sein, ein Vertrauen zu haben. Die Natur spart nicht an, die Natur hat kein Vermögen gesammelt. Voller Mut sprießt aus einem Samen eine neue Pflanze, aus einer Zwiebel eine neue Blume, und nicht wissend, was sie erwartet. Und dann erwartet sie alles, was sie benötigt. Die Erde, die Sonne, es ist alles da. Und das ist so dieses Urvertrauen, was es bedeutet, geerdet zu sein, verbunden zu sein, zu spüren, es geht etwas weiter. Die Welt ist nicht aus dem Lot. Es ist eine Zeitfrequenz, wo alles vielleicht ein bisschen verschoben scheint und nicht mehr ganz dicht zu sein scheint. Es ist diese Umbruchszeit von dem, was wir gewohnt sind, das Neue kommt, natürlich. Aber die Welt ist in Ordnung, die Welt ist im Lot. Und wo besser kannst du das erfahren als hier in der Natur? Bis nächstes Mal. Alles Gute und lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video und einen wunderschönen Frühlingsbeginn. Dein Oliver Erni. Tschüss.